Mein Name ist Lea Weider. In meiner Praxis arbeite ich mit diversen Bearbeitungs- und Reproduktionsmechanismen von existierendem Material. Material in dem Sinne, dass ich beispielsweise Grafiken aus Archiven sowie gefundene Alltagsobjekte, Werbematerial oder Videomaterial, welches ich bearbeite, umwandle, reproduziere, in einen neuen Kontext setze und oftmals auch in Konversation zueinander setze. Hierbei arbeite ich mit Drucktechniken, Fotografie, mit Film sowie skulpturalen und installativen Elementen. Anhand von zwei Ausstellungen werde ich näher auf die Inhalte meiner Recherche und Arbeitsweise eingehen. Die erste Ausstellung, über die ich sprechen werde, ist eine Gruppenausstellung mit dem Titel Since Forever, die letztes Jahr im Oktober im Sardenhaus in München stattgefunden hat. Das Sardenhaus wurde 1983 während der internationalen Gartenbauausstellung gebaut und soll ein authentisches Haus aus Sardinien darstellen. Diese Idee des Authentischen bzw. des Italienischen ist ein Aspekt, der mich vor allem durch die Zeitlichkeit der 80er Jahre und in Relation zu der Geschichte von München interessiert hat. Der Film mit dem Titel Never Get In wurde aus Fernsehmaterial aus den 80er Jahren geschnitten. Die Arbeit wurde im Raum hängend als Projektion und im Loop gezeigt. Die zwei Menschen, die hier zu sehen sind, versuchen in Räumlichkeiten einzutreten und werden konstant wieder rausgeschickt. Hierbei hat mich die Ästhetik und die Gesten des Eintritts, des Austritts bzw. des Herausgeführtwerdens interessiert. Die zweite Arbeit mit dem Titel Annie Sugar, die in der Ausstellung zu sehen war, ist eine Fotografie eines Zuckerpäckchens. Bei diesem Päckchen hat mich die visuelle Darstellung des Versprechens von Europa konzentriert in einer geschichtlich so bedeutungsvollen Ressource aufmerksam gemacht. Neben den vermeintlich so klassischen europäischen Sprachen ist hier eben auch eine Sprache aufgetreten, die nicht klar zu lokalisieren ist und territorial wahrscheinlich nicht zu Europa gehört. Ideen von Internationalität, nationalen Stereotypen sowie deren Instrumentalisierung waren bei dieser Ausstellung zentrale Fragestellungen. In der Präsentation Make Yourself Uncomfortable wurden drei Werke zueinander in den Raum gebracht. Bei den Arbeiten handelt es sich um stark vergrößerte Reproduktionen von Formularen, die ich mit einem Siebdruckverfahren herstelle. Die erste Arbeit, die im Raum zu sehen ist, mit dem Titel Carried Away, ist eine Auflistung von Optionen angeführt, die als Praktiken der Selbstliebe gelten sollen. Die zweite Arbeit, mit dem Titel Das, was ist, hätte nicht sein müssen, bildet ein Formular ab, welches suggeriert, als Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung zu fungieren, durch Kategorisierung von Gedanken, Emotionen und Situationen. Die dritte Arbeit im Raum, mit dem Titel Yes Worries, zeigt eine Strategie der Selbsttherapie durch das Zuschreiben von psychologischen Zuständen sowie Ursprüngen und verspricht hierbei Lösungsfindung. Einer der zentralen Aspekte für mich bei diesen Arbeiten ist die politische Geschichte des Begriffs Self-Care und seine frühere Verwendung in kollektiven Widerstandsbewegungen. Der Begriff Self-Care zirkuliert heutzutage sehr viel. Hier scheint der Begriff Self jedoch nur noch das Individuum anzusprechen, ohne politischen oder sozialen Kontext. Ein Subjekt, welches für sich selbst verantwortlich und sich unter Kontrolle haltend in der isolierenden Aufgabe befindet, ein Formular auszufüllen. Dazu stellt sich für mich die Frage, welche Bedürfnisse diese Formulare versuchen abzudecken, welchem Zweck sie vermeintlich erfüllen und was für ein Subjekt durch diese Formen von Kontroll- und Optimierungsmechanismen angesprochen und eben auch produziert wird.